Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeichne ich Chari, beziehungsweise ich zeichne nicht nur, ich mache eine Animation draus. Und das war ein Geburtstagsgeschenk, welches ich eigentlich auch auf Instagram teilen wollte. Aber da ich das Video noch nicht fertig hatte, es euch noch nicht zeigen konnte auf Instagram oder sonst wo, Twitter, wo auch immer ihr mich verfolgt. Kurze Anmerkung aus dem Schnitt, ich habe es tatsächlich schon geteilt, allerdings nur auf Discord und der ist nun hier eingeblendet oder in der Videobeschreibung. Also checkt da gerne mal rein. Und was gibt's da für euch? Also einerseits mehr von meinem Content, also Bilder schon früher, Thumbnails, Designs von der Uni, ein kleines Spiel, an dem ich momentan am Programmieren bin. Und ihr könnt natürlich auch eure Kunstsachen, eure sonstige Kreativität da zeigen und dann kann ich was dazu sagen. Ihr könnt auch gerne mit mir reden oder mit anderen. Naja, nun geht's weiter mit dem Video. Wer ist überhaupt Chari? Chari habe ich schon mal ein Video mit gemacht und sie macht auch Twitter, ich meinte Twitch und Instagram hier zu sehen. Und nun right into die Zeichnung. Right into die Zeichnung, yay. Wie ihr hier sehen könnt, zeichne ich einfach ganz normal erstmal drauf los. Allerdings ist es etwas anderes gezeichnet als normalerweise. Normalerweise zeichnet man einfach eine Outline, fertig ist das Bild, beziehungsweise dann kommen noch die Farbebenen und die unterteile ich auch meistens auf einzelne Farbschichten, wenn es sogar verschiedene Bereiche sind und es die gleiche Farbe ist, dann teile ich das auch meistens. Und hier in dieser Zeichnung mache ich es sogar noch krasser. Ich nehme zum Beispiel den Kopf und zeichne den mit der Hautfarbe, radiere die Augen raus, so dass ich dahinter dann die Pupillen packen kann, das Eiweiß noch dahinter, Haare einzeln vormachen und das gleiche natürlich mit den Armen und Händen und Bommeln hier. Also Bommeln. Nein, Scherz beiseite. Aber das blende ich jetzt hier mal ein. So, das sind glaube ich 24 einzelne Ebenen am Ende gewesen. Also wo Outlines und Farbebenen dann auch schon kombiniert waren, würde ich natürlich die Outlines und die Farbebenen und noch die Schattierebenen einzeln berechnen, wäre es deutlich mehr gewesen. Aber so runtergebrochen fürs Animieren habe ich dann 24 Ebenen gehabt. Allerdings nur für Chari, ne? Die ganzen einzelnen Maskottchen, die hatten nochmal zwischen 2 und 5 Ebenen so ungefähr. Das Schweinchen hatte glaube ich sogar 8, aber das ist nur ein Ausnahmefall. Die meisten hatten glaube ich 3 Ebenen. Genau, jetzt in After Effects eingefügt, setze ich halt erstmal die Ankerpunkte, also dahin, wo halt gerade Gelenke sind, so dass man das bewegen kann. Bei den Augen packe ich das halt einfach genau in die Mitte, sodass ich das schön bewegen kann, ohne dass das After Effects das irgendwie komisch handhabt. Falls jemand schon tiefere Einsicht in After Effects und Plugins hat. Ich habe da jetzt kein Plugin extra benutzt zum Animieren, einfach weil ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte und mittlerweile auch noch nicht kenne, aber irgendwann werde ich dann speziellere Plugins nehmen, die dann das Ganze vereinfachen werden. Für euch, die jetzt keine Ahnung haben, wovon ich geredet habe, es gibt spezielle Unterprogramme für After Effects, die es ermöglichen, diese Animation noch einfacher zu animieren, als ich es jetzt gemacht habe. Zwar muss ich trotzdem die ganzen einzelnen Ebenen so reinpacken in After Effects, allerdings kann ich dann ein Skelett setzen, wodurch ich einfach nur Punkte, also zum Beispiel die Hand nehmen muss und dann bewegt sich der ganze Arm mit. So musste ich jetzt Arm animieren, dann Unterarm, dann Hand. So gesehen. Ne? Also, um es leicht zu machen. Eigentlich sind wir jetzt auch am Ende angekommen.
Natürlich könnte ich noch viel, viel mehr erklären, aber das würde jetzt den ganzen Rahmen dieses Videos sprengen. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich dieses Video aufnehme. Ich habe schon einmal davor aufgenommen, wollte es dann allerdings nicht hochladen, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat, weil ich es einfach nur viel schneller gemacht habe. Jetzt habe ich wieder etwas mehr Zeit. Jetzt kommen hoffentlich auch wieder mehr Videos auf Social Media, also Instagram, Amino, Twitter. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit. Eventuell kommt sogar noch vor Weihnachten ein Weihnachtsvideo von mir. Und bis dahin, ciao, man sieht sich.